So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Medieval 2 Total War mit Litauen. Immer noch in der dritten Session, das ist auch mit Abstand die längste, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich komme meinem Ziel auf alle Fälle ziemlich nah, nämlich wie gesagt, innerhalb von... Insgesamt müssten das jetzt 8 Urlaubstage gewesen sein, innerhalb der letzten 2 Monate. Und ich habe 2 Projekte mehr oder weniger fast vollständig umgesetzt. Das freut mich persönlich, dass ich die Zeit gefunden habe. Ich habe auch nebenbei allerhand andere Sachen geschafft, also sehr produktiv für mich die Urlaubszeit gewesen. Ja, und wir wollen weitermachen. Erneut steht die Eroberung Krakaus bevor. Billige Einheiten drin, Stadtmiliz, Armbrustschützenmiliz. Ja, ich bezweifle zwar, dass wir jetzt zu Beginn tolle Beziehungen haben, weil wie gesagt, 97% katholisch, das kriegen wir so schnell nicht weg. Aber ich rekrutiere jetzt ja hier schon mal einen Priester in Yazdov. Ja, komm, wir holen uns in Clark auch noch einen Priester. Wir brauchen hier einfach eine Priesterarmee. Komm, da noch ein. Marienburg auch noch ein. Marienburg, Turm, Plock und Jatztopf. Das wird unsere Priester. Ja, Hofburg jetzt hier. Also Priesterarmada. Holen wir uns einfach ganz, ganz viele Priester. So, den können wir ja schon mal nach Süden schicken. Ganz im Ernst. Wir brauchen so dringend wie möglich hier einen Priester. Hier gibt es jede Menge Bevölkerung. 17.000 Menschen, die konvertiert werden müssen zum Heidentum. Also. Da haben wir einiges vor. So, die Spione verteidige ich auch mal ein Stück. Du kommst in die Richtung. Die stelle ich eher so auf, genau. Sultan! Ja, das gefällt mir schon mal gut. So, hier die Steuern noch auf normal. Ich hatte mittlerweile 7 Werte hier. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich gut. So, noch ein paar Truppen zum Verschieben. So, kann ich euch hier fortbilden? Ja, perfekt. Die bestimmt auch noch. Das müsste auch reichen. Sehr schön. So, dann probiere ich es mit euch mal in Yazdov. Perfekt. Das funktioniert auch. Na, das klappt doch ganz hervorragend. So, wir holen uns frische Armbrustschützen überall, wo wir eben welche rotieren können. So, Attentäter. Können wir schon Attentäter rekrutieren? Hatte ich in Venus nicht schon die Vorlage dafür gesetzt? Nee, wir müssen hier das Wirtshaus errichten. Ja, wir fangen frühzeitig damit an. 1600, wir bauen das Wirtshaus und dann holen wir uns die ersten Attentäter. Ja, die Ratskammer in Vilnius wird auch ein bisschen zusätzlich zur Unterstützung beigetragen haben. Da können wir jetzt auch wieder den sehr hohen Steuersatz wählen. So, Bogenschützen. Ja, wir müssen hier mal einen kleinen Ausfall machen. Beziehungsweise wir müssen Stettin mal überfallen. Dann bekommen wir bestimmt noch mal ein paar von diesen hervorragenden Rittern hier. Die können wir jetzt auch mal verlegen. Alles Stock. Habt ihr etwas für den Kaiser? So, und wir können Beziehungen mit dem Deutschen Orden aufnehmen. Das probieren wir doch gleich mal. Oh, Waffenstillstand. Die sind tatsächlich für einen Waffenstillstand. Handelsrechte, hervorragend. So. Forderung abgeben. Sollen die uns mal ein Tribut zahlen? 10 Runden, 1000? Geht das zu viel? 1000 über 5 Runden? Okay, Waffenstillstand, Handelsrechte.
Die wollen noch Karteninformationen, die können sie gerne bekommen. Damit können sie ohnehin nicht mehr viel anfangen. Die sind relativ, ja, ungefährlich mittlerweile. Und wir bekommen 4000 Gold. Nehmen wir mal, halt. Halt, stopp. Eure Angebote. Die wollen, dass wir den 2 Runden 2000 zahlen. Nee, so nicht. So nicht. Von mir aus Karteninformationen kann er haben, aber ich hätte gerne eine Zahlung. 500 über 10, 300 über 10 Runden. Das Gold kriegen sie nicht. Und die Karteninformation kriegen sie auch nicht. Einmalige Zahlung. Na gut, dann machen wir es mit einer einmaligen Zahlung. 1000 Gold, das muss es euch doch wert sein. Okay. Ist zufriedenstellend, würde ich sagen. Wobei immer noch großzügig, ganz im Ernst. 460. Also da falsche ich jetzt auch mal ein bisschen. Das ist der Deutsche Orden. Also. Okay. Wir machen es so. 550 Gold. Wahrscheinlich, das ist es längst nicht wert, aber. Der Orden hat auch kein Gold mehr. Die haben ja kaum noch Steuern und alles, was sie an Steuern haben, werden die wahrscheinlich in die Militär stecken. So, Frieden mit dem Deutschen Orden. Und auch Handel. Gucken. Ja. Sehr gut. Frieden mit dem Deutschen Orden. Klar, die Mission werden wir nicht erfüllen hier. Diesen europäischen Adligen, den werden wir nicht mehr angreifen. Aber das ist schön. Frieden mit dem Deutschen Orden. Wo wünscht man sich das? So, da wird überall gebaut. So, eine Farmgemeinschaft. So, da bauen wir überall, genau. So, Danzig können wir nochmal gucken. Ja, Holzmauer, Stufe 3 insgesamt das Ganze. Eine Stadtgarde haben wir immerhin, einen Hafen, einen Markt. Also wie gesagt, wirtschaftlich sehr profitabel die Stadt. So. Dokhchitschy baue ich jetzt mal noch eine Rodung. Und in Minsk errichte ich jetzt mal noch den Minenverbund. Ja. Machen wir es erstmal so. Und wir starten natürlich einen weiteren Versuch, Krakau zu erobern. So, freie. Ihr sollt Nicht. diesen. Ja, ich weiß. So, das Ganze haben wir ja schon mal gemacht. Wir zerstören die Mauer wieder an derselben Stelle, würde ich sagen. So. Aber es ist schon interessant, wir haben noch 13 Mann, also sieht man mal wirklich, wie diese Söldner hier, ja, wie die sich geschlagen haben, aber nach und nach ist dann doch jeder gestorben. Das ist ja die Söldnertruppe, die wir ganz zu Beginn in Richtung Minsk, glaube ich. Das war, glaube ich, sogar Minsk rekrutiert haben. Oder Homel. Ne, die haben wir bei Homel rekrutiert. Und 13 Einheiten sind noch übrig geblieben. Also, ganz schön geschröpft. So, die Sperrmiliz schicken wir dann voran. Und den General holen wir dann auch noch dazu. Oh, er hat sogar Truppen dort aufgestellt. Aua. Okay, ich habe natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Der hat halt auch Türme. Schießen die auf die Distanz? Nee, aber er hat Artillerie. Naja, und er hat es auf meinen General abgesehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ihr zerschießt trotzdem mal die Mauer. Aber er hat Türme, ne? Das darf man nicht vergessen. So, 5%. Jetzt sehen wir komischerweise den Schaden.
Hier müsste noch irgendwo eine Einheit stehen. Hat zwei Einheiten hier. Einmal hier und... Okay, hat nur eine einzige Einheit hier von diesen Armbrustschützen auf den Mauern. So, geht immer in die lose Formation. So, weite ich mal ein bisschen. Dauert alle seine Zeit jetzt hier. Aber der schießt sehr ungenau hier, diese... dieser Tribok. So, sind wir fast fertig. Und das reicht. So, dann stellen wir uns das schon mal auf. So, Angriff. Sehr schön. Ja, mit den Katapulten können wir jetzt hier noch ein bisschen auf... Was sind sie denn? Ah, sie sind abgehauen anscheinend. Hä? Hat den gemacht? Was ist das andere Katapult? Was ist denn auf einmal? Sind die im Stadtmittelpunkt? Ja, die sind Richtung Stadtmittelpunkt. So, ja. Aber wie gesagt, die haben halt auch viel bessere Rüstung gehabt. Die hatten ja alle Kettenhemden. Diese ganze, selbst die Stadtmilizen waren ja mit Kettenhemden ausgestattet. So. Das reicht. Macht sie nieder. Macht sie nieder. So, das ist die Armbrustschützenmiliz. Ja, wo ist jetzt die andere Einheit hin? Er hat doch noch eine andere Einheit gehabt, oder? Na ja, komm. Direkt im Mittelpunkt. General haben wir auch dazu. So, die Söldner. Schicken wir mal voraus. Das sind unsere besten Kämpfer. Schon blutig. Ah, hier sind. Da ist noch ein Katapult. Okay. Dann schicken wir den anderen General mal auf das Katapult. Ah, okay. Da kommt noch ein bisschen Stadtmiliz. Okay. So, und hier passen wir jetzt auch auf, dass unser General dabei nicht stirbt. Wo ist er denn gerade? Wo ist mein General? Ich sehe ihn gerade komischerweise nicht. Das Problem ist, die werden halt ja auch nicht fliehen, deswegen müssen wir gucken. Ah, hier ist auch, ich habe ihn gesehen. Angriff, Feuer. Feuer frei. Habe ich ihn wieder aus den Augen verloren. Wo ist er denn? Wo ist der General? Ah, hier ist er. Okay. Er ist in Sicherheit. So, schulde ich mal ein bisschen vor. Solange er nicht in der ersten Reihe kämpft, alles gut. So, die kommen auch zurück. Ja, gut, der General ist jetzt ganz weit hinten.
Okay, mach dich mal weg dort. So, da ist der General. So, jetzt sind wir auch schon überlegen. So, dann starten wir nochmal einen Angriff. Jetzt muss ich gleich auf zwei Generäle acht geben. Ja, das war der feindliche. Das dürfte es gewesen sein. Und da hängen noch ein paar Einheiten fest, aber gut. Die Zeit ist eh gleich abgelaufen. So, noch 20 Sekunden. Ah, ich glaube, er schießt, ne? Er hat nochmal geschossen mit seinem Katapult, aber es hat ihm nichts genützt. So, ein zweiter Versuch, Krakau zu besetzen. Und die Bevölkerung zu befrieden. Ja, kommt, da ist ein Priester. Hört auf die Heiden. So, ja, die Leute sind nach wie vor nicht so happy. 0% Zufriedenheit, großartig. Okay, und das Problem ist, wir haben ja auch nicht so ein gutes Straßensystem, dass die hier bis dorthin kommen. Ich glaube, mit dem General zusammen müssten die es schaffen, ne? Ne, selbst das nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Und dann müssen wir die vollen Einheiten schon mal hinterher schicken. Dass die zumindest nächste Runde dann da sind. So, mit dem General zusammen. Wie kann ich dienen, Soldat? So. 25%. Ich glaube, wenn ich die rausschicke, habe ich schon mal ein bisschen mehr. Immer noch 25. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, ihr kommt weiter. So, reparieren tun wir die ganzen Gebäude. Ich meine, das bringt nochmal 10%. Mal gucken, kommt Gebäude der Unterhaltung gesetzt. Ja, ich meine, wir reparieren die Gebäude. Ich bin mir in Medieval 2 allerdings nicht sicher, ob das so ist, wenn Gebäude so beschädigt sind, ob die Effekte dann wirken oder nicht wirken. Ne? Aber wir reparieren trotzdem erstmal die Gebäude allen voran. Dann holen wir uns Schwermiliz. So, dann breche ich lieber nochmal einen oder anderen Priester ab. Hier weg. Hauptsache, wir können hier. Guck mal, rekrutieren. Von mir aus auch ganz normale Stadtmiliz, die ist einfach günstiger. Dann reicht es doch wieder für den einen oder anderen Priester, genau. Der Vorteil zur Stadtmiliz und den Bauern ist, die Stadtmiliz ist gratis in der Stadt. Okay. Ich hole mir mal hier zweimal berittene kumanische Bogenschützen. Haben wir noch irgendwo ein bisschen was übrig? Ja, hier. So. Berittene Bogenschützen. Also ein erneuter Versuch hier mit Krakau zurechtzukommen. Können wir noch bauen innerhalb von einer Runde. Hier hat man nochmal Bonus auf Zufriedenheit. Ja, wir müssen auf alle Fälle hier noch einen Altar errichten, auch diese Runde. Weil das bringt in den meisten Fällen auch nochmal überall 5% mehr Zufriedenheit. Da brauche ich jetzt jeden kleinen Extrapunkt. So, haben wir irgendwo was wir abbrechen können. Na, die Attentäter möchte ich auch so schnell wie möglich bauen. Na, das Rathaus hier auch. Na gut, dann breche ich das Attentätergebäude ab. Da kann ich noch für eine Runde drauf verzichten. Und dann bauen wir in Krakau
Den Altar des Perkunas. Sehr schön. Die Meisterdiebesgilde steht trotzdem noch. Die habe ich nicht umsonst bezahlt. So. Jetzt haben wir gerade 25%. Dadurch haben wir dann nochmal. Haben wir dann 30%. Genau, der Priester fängt schon an mit der Konvertierung. Ja, aber 97% katholisch ist schon echt böse. Das ist böse. So, dann schicke ich den Diplomaten jetzt wieder weg. Den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Den können wir wieder Richtung Novgorod schicken. So. Wobei der eigentlich hier zwischen den beiden Siedlungen bleiben kann, weil da haben wir die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit Beziehungen mit den Dänen aufzunehmen. Wir können mal kurz gucken, ob die noch da sind. Ja, die Dänen sind auch noch da. Hier haben wir drei Fraktionen auf ganz, ganz engem Raum. Das heißt, wenn wir den jetzt hier in die Mitte stellen, ist der optimal aufgehoben. Kann jede Runde mit einer dieser drei Fraktionen Beziehungen aufnehmen. Strategie. Ja. Das haut also auch schon mal alles hin. Die Schlacht da. Bisher sind wir auch ganz gut ohne die Divas gerade zurechtgekommen. Aber die kann ich auch nicht rekrutieren. Da bräuchten wir hier den Tempel des Divas. Deswegen heißt sie wahrscheinlich auch Divas Garde. Okay. Bin ich mal gespannt, ob es ausreicht für die Befriedung. So, die ziehe ich zusammen. Die Kavallerie-Miliz. Und die Katapulte schicke ich mal nach Jatzdorf. Weg damit. Die haben jetzt hier 5% ausgemacht. Also ich, soweit ich weiß, ist entscheidend, wie groß die Einheit ist. Also 120 Manneinheiten machen, glaube ich, mehr aus als Katapulte, Artillerie oder Kavallerie, weil die Einheiten einfach kleiner sind. Aber ich kann mich da auch irren. Ist immer wichtig, dass man viele Truppen eben in der Stadt hat. Deswegen Stadtmiliz. Sowas wie ein Garnisonsbonus gibt es ja in Medieval 2 nicht. Aber jede Einheit hat irgendwie einen Effekt. Ja, generell mitunter eben auch negative Effekte. So, aber der hat zumindest den Geschichtenerzähler. Bessert also ganz minimal die Zufriedenheit. Den können wir ja schon mal reinschicken. So, 45%. Das waren jetzt 20, das waren 25%, die der verbessert. Ich glaube, 75 oder 70 brauchen wir, damit die Leute hier happy sind. Das könnten wir in zwei Runden schaffen. So, haben wir irgendwelche wertvollen Ressourcen hier? Sonst würde ich mir nämlich mal wieder einen neuen Kaufmann holen. Wir haben leider keine Kaufmannsgilde. Zu wenig Märkte errichtet. Die Gilden, die erhält man ja nach und nach, je nachdem, ob man vielleicht viele Spione rekrutiert. Deswegen haben wir jetzt auch diese Diebesgilde bekommen. Ob man viele Gebäude aus der Diebesgildenkette errichtet, also hier diese Bordelle und Kneipen. Ja, und für die Kaufmannsgilde bräuchten wir eben relativ viele Märkte, die wir bauen und Kaufmänner. Wir hatten doch hier irgendwo eine Silbermine, ne? Kaunas. Kann ich hier einen Kaufmann rekrutieren? Ja. Ich hole mal einen Kaufmann. Der kann sich mal auf Silber stellen. Vielleicht wird er ja ganz gut. So, weiter geht's. Achso, der Diplomat, ne? Hatte ich jetzt schon Beziehungen? Doch, ich hatte schon Beziehungen aufgenommen mit Norwegen, ne? Ich meine, ich hatte schon Beziehungen aufgenommen. Guck nochmal. Ja, wir haben schon Handelsrechte. Ja gut, wir können den aber trotzdem mal zu deren Hauptstadt schicken. Da ist auch nicht viel los. Okay, weiter geht's. So viel ist nicht passiert. Relativ ruhig geblieben. Ui, Anführer getötet.
Ah, okay, ich verstehe. Es ist tatsächlich so, nur um den historischen Kontext nochmal reinzubeziehen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wann genau er gestorben ist oder ob er jetzt auch genau in diesem Jahr jetzt gestorben ist, aber dieser Mindaugas, der wurde tatsächlich ermordet. Ne? Also er war ja selber relativ in viele Intrigen verwickelt, hat viele Intrigen verursacht. Er wurde aber schlussendlich auch ermordet. Der König wurde getötet, das Volk trauert um das Ende seines Lebens und seine Regentschaft. Gerechtigkeit und Ehre verlangen, dass sein Nachfolger den Tod des alten Königs rächen muss. Je schneller, desto besser. Also ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass es eben gewollt ist, dass der irgendwann stirbt. Oder er hat auch ein hohes Alter. Ich glaube, der war auch schon irgendwie Mitte 50 oder so. Ja, er ist jedenfalls tot. So, wir haben einen Aufstand in Krakau. Dabei sind 2000 Bürger getötet worden. Das macht mir die Konvertierung ein bisschen einfacher. So, ja, der Anführer ist jetzt weg und wir dürften jetzt auch ein neues Erbe haben. Genau. Neues Familienmitglied, Fedora von Dokshitsi. Ja, ein weiteres Kind und Großherzog Svelgatas, das ist jetzt unser neuer Anführer. Die Familie ist echt ziemlich groß inzwischen, ne? Und das Erbe der Fraktion ist dieser Prinz Edivydas. Aha. So, er ist der neue Anführer. Ist nicht besonders gut. Aber er ist ein guter Bürokrat. Das können wir gut gebrauchen. Bürokraten. So, wir haben ganz viele Farmen errichtet. In Königsberg das Wirtshaus. Ne, das Rathaus. Wichtiges Gebäude. So. Rodungen in Jatzdorf und Danzig fürs Wachstum. Gut, Jatzdorf ist immer noch rückläufig, ist aber nicht halb so schlimm. Und in Krakau haben wir ganz viele Gebäude repariert. Und wir haben jetzt hier tatsächlich 70% öffentliche Ordnung. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch ein paar Einheiten nach Krakau schicken, dürften wir hier ganz knapp um den Aufstand drumherum kommen. Also es gab zwar eine kleine Revolte, deswegen haben wir jetzt hier auch ganz, ganz viele beschädigte Gebäude. Ne? Aufstand gab's. Achso, die haben noch nichts in die Luft gejagt. Das würden die dann nächste Runde machen. Das Problem ist, es ist dann halt so ein Teufelskreislauf. Dann jagen die wieder Gebäude in die Luft und das sind wiederum Gebäude, die Zufriedenheit erhöhen. Es müsste jetzt aufgehen von der Zufriedenheit. Mal gucken. Ja, perfekt. Sehr schön, die sind happy. So, wie schnell ist denn die Konvertierung? Okay, 3% haben wir schon durch eine Runde. Auch sehr gut. So, dann schicke ich euch mal zurück. So, Lehmberg würde ich auch gerne erobern. 10.000 Gold haben wir bekommen. Also, die Finanzen sind prächtig. Überaus prächtig. Wir haben nur noch zwei Feinde, nämlich Polen und die Mongolen. Ja, von den Polen habe ich jetzt lange nichts mehr gesehen. Ich kämpfe nur für mein eigenes Volk, edler Herr. Und die Polen sind ja verbündet mit dem Deutschen Orden. Nur, die sind im Krieg mit dem Heiligen Römischen Reich. Seit wann sind die Polen im Krieg? Ich bin gewundert, hey, Ich bin ein warum Soldat marschieren des jetzt die Reichsarmeen Gottes. durch? Ich war nämlich jetzt gerade im festen Glauben, dass Polen und das Heilige Ich Römische Reich kämpfe nur verbündet für mein sind. eigenes Volk, edler Herr. Sind sie aber gar nicht. Okay, interessant. Dann müssen wir jetzt mal auf Wünscht den ihr richtigen euch, dass ich Moment unter eurem abwarten. Kommando wäre? Wenn wir da jetzt auf den richtigen Moment abwarten, können wir vielleicht sogar hier Posen abstauben. So, errichten wir mal ein Rathaus in Danzig. Da ist nicht viel los. Das sind doch einfach nur Dörfer, da gibt es nicht mal Verteidigungsanlagen. In Stettin haben wir noch eine Holzpalisade.
Die frischen mal wieder auf, die Truppen hier. Die werden nach und nach wieder aufgefrischt. Und dann baue ich jetzt hier eine Armee auf, die sich um die Eroberung der kleineren Dörfer kümmert. Aber dann mit Bogenschützen. Ein paar Armbrustschützen nehmen wir mit. Sultan! So, und die müssen auch erstmal alle aufgefrischt werden. Stück für Stück. So. Allerdings sind jetzt die Leute in Königsberg nicht mehr so froh. Dann nehmen wir Steuern mal runter. So, perfekt. Ja, und ihr macht euch auf nach Köslin. Kann man an der Grenze auch einen Wachturm aufstellen dann. Was mich auch mal interessieren würde, das habe ich noch nie getestet. Was passiert, wenn man einen Wachturm aufstellt und die Region geht verloren? Behält man den dann, oder? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. So, ich glaube, hier haben wir den idealen Blick. Man muss auch mal ein bisschen auf die Wälder Acht geben. Hier sind ja Wälder. Ja. Dadurch haben wir Sichtweite auf Lemberg, Pinsk und ja, hier der Spion bedingt eben, dass wir Sicht auf Schytomir und Turov haben. Wunderbar. So, dann bauen wir jetzt mal das Attentätergebäude, das Wirtshaus. So, Kaunas. Ja, die Fruchtfolge wäre nicht schlecht. Und Erodung. Horodna. Heiligtum des Perkunas. Ja, Bialystok geht es irgendwie nicht so recht aufwärts. 700 Bevölkerung. Da wächst nicht viel. So, Jatzdorf haben wir zumindest jetzt schon stagnierende Werte hier. Also Volkswachstum, es verschwindet zumindest niemand mehr. Bauen wir die Farmgemeinschaft. Das dürfte dann auch ausreichen. So, dann schicken wir schon mal Priester hier in die Richtung. Wieder mal als Spion genutzt. So. Den Agenten schicke ich mal Richtung Posen. Ah, das. Was sind das? Bernstein, ne? So, da hatte ich ja einen Kaufmann rekrutiert. Ja. Den habe ich, glaube ich, bei Kaunas gestellt. Ne? Wie gut ist der? Okay, der ist ziemlich schlecht, aber mal gucken. 29 Gulden pro Runde, immerhin. Was Wertvolleres? 28 Gulden. Textilien. 35 für Salz. Warum ist Salz so wertvoll? So, Holz bekommen wir 10. Wolle 15. Ja gut, dann schicken wir ihn auf Salz. So, 257 Kaufmannshandel. Boah, der Priester ist ziemlich gut. Also jetzt haben wir hier zwei Priester. Einer reicht ja. Dann schicken wir ihn nach Süden. Mach ich mal einen auf KI. So, die Priester haben wir auch rekrutiert. So, hier müssten, glaube ich, noch. Irgendwo müsste noch einer drin sein. Ja, hier haben wir noch einen. Der kann auch gleich hier bleiben. So, so sind die am besten sichtbar. Ich stelle die ja immer so ein bisschen auf, dass man sie auch sieht und nicht, ja, dass sie irgendwie verloren gehen in der Landschaft.
Wunderbar. Also der Plan geht erstmal auf, hier das ganze Gebiet nach und nach sicherzustellen, erstmal die Truppen jetzt nach und nach wieder aufzubauen. Und ja, dann gucken wir mit der Zeit mal hier Richtung der Mongolen. Und hat ja auch noch einige Besitztümer, die wir uns noch holen sollten dann. Deswegen führen wir den jetzt erstmal ein bisschen auf den Zahn hier mit den Priestern. Ja, hier ist nicht so viel Heidentum überall. 8%. Hier 26% sogar, nicht schlecht. 12%, hier 29% in Neustettin. Aber so 30, 40% wären schon nicht schlecht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!